Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mangy Ruffy und heute gibt's mal kein Gameplay, sondern ich möchte euch heute mal die drei Hauptspiele von Wargaming vorstellen, und zwar World of Tanks, wo wir uns gerade befinden. Danach kommt World of Warplanes und dann noch World of Warship. Die drei Spiele, die ich ja mittlerweile auf meinem Kanal ja Replays jeden Tag hochlade, oder jeden Tag kommt da ein neues Video, und bis mittlerweile ja von allen dreien schon gezeigt. Deswegen wollte ich jetzt auch mal das Video machen, um mal zu zeigen, was ist vielleicht gleich, was ist der Unterschied. Wir befinden uns ja gerade ja in der Garage, was ja für die meisten bekannt sein durfte. Da, was ich bis jetzt so sehe oder mitgekriegt habe und denke, dass World of Tanks immer noch die größte Community hat von allen. World of Warships wird so die zweitgrößte haben, zumindest gibt es da auch sehr viele Spieler. Und World of Warships bin ich bis jetzt, World of Warships. Warplanes, finde ich, hat bis jetzt die wenigsten menschlichen Spieler gesehen in meinen Runden. Und habe auch noch nicht festgestellt, ob das sich mal mehr oder weniger wird. Gut, zurzeit spiele ich auch weniger. Ich spiele zurzeit ein, zwei Runden am Tag World of Tanks. Ansonsten spiele ich zurzeit World of Warship. Das macht mir zurzeit am meisten Spaß. Spielt zwar auch, wie man sieht, ein Battle Pass. Ja, ich hole auch jeden Tag Punkte. Ich bin aktuell Stufe 5. Nach 10 Tagen, was so läuft. Seit dem 1. März. Ich meine, mal sehen, wie weit ich komme mit meinem 1-2. Also gestern, heute hatte ich ein Gefecht gefahren. Mit meinem Rheinmetall-Borsig-Waffenträger. So, hier haben wir halt, wie gesagt, die Garage, obwohl das eher nicht mehr aussieht wie so eine Garage, sieht ja eher aus wie ein Übungsplatz. Wäre vielleicht auch eine Idee, das umzubenennen, ein Übungsplatz oder einfach nur Platz. Weil ja mittlerweile immer mal, je nachdem was gemacht wird, ob das nun die Winterlandschaft ist oder das chinesische Neujahr, immer hat man irgend so einen Platz, auf dem der Panzer steht, und keine direkte Garage mehr. Und wie man halt auch dann, wenn man die anderen zwei dann noch sieht, hat man hier halt auch die meisten Möglichkeiten von allem. Man hat Nachschub, man hat das Lager, Aufträge. Gut, gibt es bei den anderen auch, aber hier ist es einfacher oder sortierter, die Aufträge, finde ich. Hier hat man noch Kampagnen, die hat man bei den anderen nicht. Zumindest habe ich noch keine Kampagnen so wirklich gesehen, um andere Fahrzeuge freizuschalten. Bis auf jetzt die Kampagne mit den neuen U-Booten, mit den großbritannischen U-Booten, die ins Spiel kommen werden bei World of Warships. Da gibt es Sätze, da kann man extra, wie beim Battle Pass, extra so Punkte sammeln, wo man die sich dann schon vorab, vor, ich weiß gar nicht, auf welchen Update die dann offiziell kommen sollen, vorher kann man sich die jetzt schon holen, wenn man da genug Punkte sammelt. Wenn es klappt, ja, wenn nicht, dann nicht. Ich mache mich da nicht heiß, auch bei dem Battle Pass mache ich mich nicht mehr heiß. Das ist mir nicht mehr so wichtig. Ich will nur noch Spaß am Spiel haben, gute Runden fahren, aber zurzeit mit dem Battle Pass ist das wieder nur ein Gejodel. Entweder kommt man nicht hinterher und man macht wenig Schaden, oder der Gegner überrennt einen.
Die Mitspieler sterben schneller, als wie man selber nachladen kann. Dann wird man selber auch weggeschossen. Also es ist halt, egal was ist, es wird nur noch viel gejodelt, gejodelt, gejodelt. Und der Spielspaß ist zurzeit nicht vorhanden. Vor allem durch den Battle Pass auch jetzt wieder sehr viele, gerade auf Stufe 8 Premium Panzer gefahren werden. Skoda T56, der BZ176, nur die ganzen OP-Panzer, mit denen man mit den Friedrich-Panzern recht größere Probleme hat, wenn man sie nicht gerade überraschen kann. Wenn man sie überraschen kann, kann man sie auch mal ganz schnell auseinandernehmen. Aber oft fahren das ja viele Leute, die eher viel Erfahrung, schon viel mehr Erfahrung haben, auch viel besser ist als man selber. Ich meine, ich sehe mich als normaler Standardspieler, der versucht zwar besser zu werden, aber ja, ob ich es werde, weiß ich nicht. Ich meine, es gibt auch nirgendwo so einen Wehrpass wie hier, wo das so stark aufgeschlüsselt ist. Ich meine, man hat ja die, allein erstmal die Zusammenfassung mit der persönlichen Wertung, was kein anderer hat. So hat man bei World of Warships auch die meisten, mit den meisten Abschüssen, Durchschnittserfahrung und so, aber, oder auch die Auszeichnung hat man. Aber man kann ja hier, gut, kann man dort auch auf die Auszeichnung gehen. Nochmal eine ausführliche Statistik. Die hat man bei World of Warships, wie man später sehen wird, ja nur, wo das eigentlich so dargestellt wird, wie man das jetzt hier, wie man das hier so sieht. Die Fahrzeuge sieht man da gleich, aber es gibt halt auch keine Ruhmeshalle. So, dann hat man ja die Forschungen. Auch da ist World of Tanks Spitzenreiter mit so vielen Ländern. Deutschland, Russland, USA, Großbritannien, China, Frankreich, Japan, Tschechien, Polen, Schweden, Italien. Das hat auch keine andere so viele Länder. Hauptländer werden sein Deutschland, Russland, USA, Großbritannien, Japan. Die hat man, wie ihr dann sehen werdet, in allen Ländern. Dann gibt es noch kleine Unterschiede, kleine Gemeinsamkeiten, aber im Großen und Ganzen ist das alles auch mit den Forschungsbäumen gleich aufgebaut. Stufe 1 bis 10. Verschiedene Kategorien. Ich meine, hier gibt es Artillerie, Jagdpanzer, mittlere Panzer, schwere Panzer, leichte Panzer. Flugzeuge kann man damit nicht vergleichen, aber das werde ich nachher dann noch machen bei den Schiffen, wie ich die Schiffe im Gegensatz zu den Panzern einschätzen würde, mit der Spielweise, mit dem Verhalten. Da lässt sich das relativ gut machen. Dann hatten wir hier als einziges auch noch eine Kaserne. Gibt es zwar bei den World of Warships auch, aber da hat man nur 4 oder 5 Plätze. Aber man kann bestimmt welche dazu kaufen. Ein Clan kann man hier erstellen, oder man ist im Clan. Ich direkt bin im Clan. Bei World of Warships gibt es auch Clans. Da habe ich meinen eigenen Clan. Mittlerweile gibt es ja hier, kann man hier auch kleine Turniere. Und dann gibt es hier und auch zum Glück bei World of Warships verschiedene Spielmodien. Zufallsgefechte, gewertete Gefechte, Clan-Gefechte, ja, was so wie es hier ja eigentlich auch ungefähr ist. Und deswegen macht mir auch das und World of Warships den meisten Spaß. Aber wie gesagt, zurzeit
spiele ich mehr World of Warship. World of Tanks wird dann wieder, vor allem wenn dann wieder kommt Frontline, dann werde ich eine Woche lang nur World of Tanks Frontline spielen. Weil das die beste Zeit ist, um sich wieder Credit zu verdienen. Weil da macht man eigentlich immer Plus. Ich kann mich daran erinnern, dass ich da mal Minus gemacht habe. Und auch im Gegensatz zu dem anderen gibt es hier das meiste, was man verdienen kann. Überall gibt es Credits. Braucht man um neue Flugzeuge oder sonst irgendwas zu kaufen. Bei World of Tanks und World of Warplanes gibt es Gold. Bei World of Warships heißt Duplonen. Hier gibt es dann noch die freie Erfahrung. Die gibt es auch bei World of Warships. World of Warplanes gibt es nicht. Hier kann man ja noch Anleihen verdienen, wo man sich noch andere Sachen kaufen kann. Das gibt es woanders nicht. Aber bei World of Warships gibt es dann noch die freie Kapitänserfahrung, die man im Mädengefecht sammeln kann. Und die man dann halt seine Kapitäne genauso hochleveln kann, wie im Mädengefecht, wie das auch mit bei Besatzung von den Panzern ist, wo man neue Fertigkeiten dann erlernen kann, wo dann auch das Schiff profitiert, genauso wie hier der Panzer. Das macht halt die zwei Spiele auch so ein bisschen einzigartig. Bei World of Warplanes gibt es zwar auch die Crew, die ist auf 100% gibt, aber ich glaube, da kann man dann, so wie ich das mitkriege, gar nichts weiter machen. Deswegen finde ich immer noch World of Tanks und World of Warship dann immer noch spezieller und man hat halt da auch ein bisschen mehr Spielspaß. So, und dann würde ich sagen, wechseln wir jetzt auch gleich zu World of Warplanes. Da zeige ich euch da ein bisschen was, bevor es dann zum letzten Teil World of Warships geht. So, und jetzt sind wir bei World of Warplanes, dem zweiten Spiel von Wargaming. Von Warplanes gibt es auch nur das, nicht wie bei Warships, was ich dann später vorstelle, wo es das Professional oder wie das heißt noch gibt. Oder von dem, was wir ja schon hatten, World of Tanks, wo es das World of Tanks Blitz noch gibt. So. Hier haben wir den Hangar. Typisch für Flugzeuge. Da gibt es, man kann die Flugzeuge, oder man muss die Flugzeuge verbessern, also wie bei World of Tanks, und dann später bei World of Warships. Man kann sie lackieren. Besatzung. Hier habe ich jetzt den japanischen Jäger. Gibt es als, wenn man ihn ausgebaut hat, Forschungsmodule hat, wird er zum Eliteflieger. Und wenn der Eliteflieger ist, dann kann man, nehmen wir den anderen, dann gibt es noch den Spezialisten-Konfiguration. Und da muss man Aufträge machen, bei dem braucht, also das hat aber dann auch mit mehreren Gefechten, also es muss nicht ein Gefecht sein, das können mehrere sein, das können 10, 15, 20, je nachdem wie die Runden laufen. Man braucht persönliche Punkte verdient für Zerstörung von Gegnerflugzeugen, insgesamt 9000. Man kriegt immer 200 pro Abschuss und man muss
am Anfang ein oder generell Luftverteidigungsflugzeuge oder Flaks zerstören und davon 10 Stück. Und das habe ich aber mit dem Flugzeug noch gar nicht angefangen gehabt. Warum weiß ich jetzt gar nicht, weil es ist eigentlich Stufe 1. Das habe ich auch schon öfters gespielt. Oder habe ich das Japanische? Ich will jetzt nicht lügen. Auf alle Fälle habe ich aber schon mal den Elite-Status erreicht. So. Was hier eigentlich sehr lustig ist, wie man sieht, ich habe jetzt ein japanisches Flugzeug. Hinten weht die japanische Flagge. Nehmen wir ein deutsches Flugzeug. Deutsche Flagge. Russisches Flugzeug. Russische Flagge. Hätten wir noch amerikanische Flugzeuge, amerikanische Flagge. Und so ist das ja eigentlich auch mit allen Flugzeugen oder mit allen Ländern, die wir haben. Bei World of Warships sind es ja nicht so viele. Es gibt nur Deutschland, Russland, USA, Japan, Großbritannien. Das sind eigentlich die 5 Hauptländer, kann man sagen, weil die gibt es auch alle 5 bei World of Warships. Zeige ich da dann noch. Hier haben wir noch China wie in World of Tanks, aber da gibt es nur Premium-Flugzeuge, also total interessant. Auch Europa gibt zurzeit nur Premium-Flugzeuge. Ob es da dann noch andere Flugzeuge gibt, weiß ich nicht. So, und auch hier werden die Flugzeuge unterteilt unter Mehrzweckjägern, Jägern, Schwerjägern, Schlachtflugzeuge und Bomber. Das ist das Einzige, wo ich sagen würde, so richtig vergleichen mit World of Tanks oder World of Warships kann man es nicht. Die so zu unterteilen, wie das vielleicht bei den anderen zwei doch möglich ist. Von der Spielweise her würde ich sagen schon, aber das ist hier wieder ganz anders, weil die halt auch andere Aufgaben, jeder eine andere Aufgabe hat, die sich schwer miteinander ja vergleichen lassen. So, und dann haben wir noch das Profil, ist ja auch nicht gerade sehr viel. Man sieht die Flugzeuge, da sieht man, wie lange man mit einem Flugzeug geflogen ist. Zeigt zwar nicht an, wie viele Runden, aber man kann das sich dann erahnen. So 5 Minuten bis 11 Minuten oder bis 15 Minuten, 17 Minuten durften so ungefähr eine Runde jeweils gewesen sein. Ach, der Typ 91 doch noch eine Runde, 7 Minuten. Ab 29 Minuten 2 Runden und so kann man das halt 50 Minuten durften schon 3 Runden sein, 51 Minuten auch und dann halt 2 Stunden ist halt dann mit der meiste Zeit. Insgesamt habe ich das Spiel 14 Stunden 35 Minuten gespielt. Wird auch nicht so effizient von mir gespielt. Ich würde eher sagen, wenn ich mal Lust und Laune habe, werde ich das spielen, aber jetzt nicht regelmäßig. Ich meine, hier habe ich bis jetzt 123 Gefechte, 64 gewonnen, 59 verloren. Ah, 512 Flugzeuge zerstört. Im Großen und Ganzen bin ich mit der Statistik, so wie sie ist, relativ zufrieden. Und man muss sich ja auch noch reinarbeiten, dann gerade auch in die verschiedenen Klassen. Weil gerade auch die Schlachtflugzeuge sind ja eher dafür ausgelegt, Bodenziele zu zerstören und nicht eher die Flugzeuge, wo ich auch lieber Flugzeuge damit abschieße. Aber wie gesagt, ich muss mich da erstmal ein bisschen rein noch fuchsen und das wird auch nicht so, es wird nicht so wie bei World of Tanks oder World of Warship werden. Weil zurzeit ich eben mehr World of Warships spiele als World of Tanks noch.
Weil es macht mir zurzeit einfach mehr Spaß. Und deshalb werden wir jetzt auch rüber wechseln zu World of Warship. Und da werde ich das noch ein bisschen vorstellen. Und dann wird es auch bald mit dem Video gewesen sein. Und ich hoffe, euch gefällt das Video, wie ich das jetzt mache, dass ich mal alle drei Spiele so ein bisschen vorstelle. Und euch von jedem was zeige, damit man auch mal sieht, was ist eventuell gleich, was ist der Unterschied. Und dann sehen wir uns jetzt gleich bei World of Warship. So, jetzt sind wir hier bei World of Warship angekommen. Das dritte Spiel von den drei von Wargaming, von den drei Hauptspielen von Wargaming. Wie man sehen kann, ist das wie eigentlich alle anderen auch aufgebaut. Nur, dass es hier der Hafen ist, wo ihr euer Schiff seht, mit dem ihr eventuell spielt. Unten sieht man die Leiste. Sieht man auch die Schiffe, die ich zurzeit im Besitz habe. Schiffe kann man auch aufrüsten. Da sieht man die Granattypen, beziehungsweise wenn es dann noch andere Bewaffnung gibt, wie Wasserbomben für Luftschlag, was dann auch wichtiger wird, weil das gegen U-Boote ist, die es ja in einigen Nationen ab Stufe 6 gibt, beziehungsweise in Stufe 6, 8 und 10. Dann die Verbrauchsmaterialien, die das Schiff hat, Reparaturmannschaft, wo wieder ein bisschen HP oder Trefferpunkte dazu gewonnen werden. Und bei dem Schiff habe ich ein Aufklärungsflugzeug, wo ich 20% mehr Reichweite habe, wie bei World of Tanks, eigentlich auch schon bekannt, die Sachen, die man verbessern kann. Dann gibt es das Äußere, wo man Tarnung und Flaggen Standard-Tarnungen, Abstrakt-Tarnungen, die kann man meist aus Containern gewinnen. Aber ich spiele zurzeit ohne Tarnung. Das sind aber schon welche drauf macht. Ich hatte schon mal. Und den gab es mehr. So, dann kommen wir mal zu den Forschungen. Wie bei den anderen auch, gibt es verschiedene Länder: Japan, USA, Russland, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Persien, Europa, Niederlande und dann schon wie bei War of Warplanes gibt's wie so eine Art Combo oder was das auch dann immer darstellen soll. Aber da gibt es zurzeit nur ein Premium-Schiff. Also das, was mich nicht interessiert. Ich spiele zurzeit Deutschland. Zum Großteil. Und wie bei World of Tanks oder World of Warplanes ist es halt unterteilt. Es gibt Schlachtschiffe, Kreuzer, Zerstörer, die U-Boote. In Deutschland gibt es 3 Stück. Und Flugzeugträger. In World of Tanks würde man sagen, schwere Panzer, mittlere Panzer, leichte Panzer, U-Boote sind fast wie Jagdpanzer, kann man fast sagen. Wenn die abtauchen, sind sie noch schwer zu finden. Und die Flugzeugträger kann man eigentlich wie eine Artillerie bezeichnen, dadurch, dass die keine richtigen Angriffe haben, sondern mit Flug, da man bei denen mit Flugzeug angreift. U-Boote gibt es zurzeit von Deutschland, gucken, USA hat 3 Stück, immer Stufe 6, 8 und 10. Und die nächsten, die kriegen, sind die Briten,
zurzeit sind sie ja als Art Premium. Man kann sich zurzeit verdienen. Hier könnte ich jetzt mir auch, in Großbritannien bin ich jetzt schon so weit, dass ich fast an den Flugzeugträger rankomme. In Deutschland habe ich ihn schon. Wie gesagt, das war es dann auch schon wieder mit den U-Booten. Mal sehen, ob doch von anderen. Und dann haben wir noch das Profil. Eigentlich wie bei World of Tanks. Hat eine schöne Zusammenfassung, wie viele Gefechte, Siege, Niederlagen, Unentschieden. Wie das zustande kommt, keine Ahnung. Vielleicht Doppelkill, wenn die letzten zwei Schiffe sich gleichzeitig killen oder so, keine Ahnung. Ich hatte bis jetzt noch keins. Und dann halt auch mittleres Ergebnis hier gefecht. So, dann was man bis jetzt erreicht hat. 12 Kriegsschiffe zerstört. Das heißt, es sind ja Gefechte 12 gegen 12. Das heißt, alle Bots, auf die ich getroffen bin, habe ich alle getötet gehabt. Ich weiß gar nicht, ob das ein reines Bots-Gegner-Team war oder ob da auch ein menschlicher Spieler dabei war. Auf alle Fälle war es auf Stufe 1. Und zwar mit der Hermelin, mit dem deutschen Stufe 1 Schiff. So, dadurch, dass der ab Stufe 4 Flugzeugträger, die Flugzeuge, die angeflogen kommen, werden von der Flak abgeschossen, automatisch. Also darum muss man sich nicht selber noch kümmern. Heißt hier Gefecht 0,2 im Durchschnitt. Aber dadurch, dass man viele hier auf Stufe 1, 2 und 3, wo es sogar noch gar keinen Flugzeugträger gibt, auch gespielt hat oder spielt, ist es mit dem Durchschnittswerten wieder kritisch zu sehen. Rechts sieht man dann auch gleich von der Stufe 5 abwärts, mit welchen Schiffen man schon gespielt hat, wie die Gewinnquote ist. Mit den Reihen habe ich glaube zweimal gespielt, eins gewonnen, eins verloren. Und die besten sind halt so bei 100%, 67%, 80% könnte auch dabei sein. Ja, 83, 100%, 100%, 100%. Beim japanischen Hashidate kann man auch dann drauf gucken. 7 Gefechte, 7 mal gewonnen, 6 überlebt. Und dann gibt's auch, wie bei World of Tanks, kann man sich einen Clan gründen, einen Clan beitreten. Ich als Mangitrafi habe mir selber einen Clan gemacht. Die Strohhutbande. Zurzeit haben wir 3 Mitglieder. Durchschnittsgefechte sind 156. Siege 53,3. Mal sehen, ob noch ein paar dazukommen. Und wie sich das Ganze dann entwickelt, muss man dann halt mal abwarten. Wenn euch das Video zu den 3 Spielen als Zusammenfassung gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ach, und was ich noch sagen wollte, fällt mir wieder ein. Und zwar haben wir ja hier den Hafen. Und das Schöne an dem hier ist, wenn man da drauf geht, es gibt verschiedene Hafen zur Auswahl. Philippinen, Drache, würde ich mal sagen, China, Hawaii, ich habe Hamburg, Fjorde, London, Marinebasis, Marseille, New York, Raumhafen finde ich wieder total ein bisschen albern, aber Rotterdam, Rio de Janeiro, St. Petersburg, also ist eigentlich für jeden was dabei, kann sich auch direkt in den Ozean stellen, weiß jetzt auch nicht, ist auf alle Fälle noch sinnvoller als Raumhafen. Oder man nimmt Marinebasis. Aber das finde ich halt schön, dass man das sich hier aussuchen kann. Und nicht wie bei World of Tanks, wo man immer den Platz hat oder zu irgendwelchen Anlässen dann einfach das gewechselt wird, sondern dass man das sich selber aussuchen kann.
was man als Hintergrund haben möchte. Ich habe mir Hamburg gewählt. Deutscher Spieler, deutsche Stadt. Aber es kann ja jeder für sich selber entscheiden. Wer New York liebt oder Rotterdam oder was man da zur Auswahl hat, kann man es ja alles aussuchen. So, aber jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.